habe den Einkaufskorb. Da vorne liegt das Geld. Ich glaube, dann habe ich alles. Dann kannst du jetzt losgehen zum Einkaufen. Emma, kommst du auch zum Einkaufen? Ich kann gerade nicht. Ich gucke Fernsehen und außerdem habe ich dich auch nicht gehört. Emma, ich weiß ganz genau, dass du mich gehört hast. Wenn du jetzt nicht kommst, dann komme ich zu dir. Okay, Mama, ich komme ja schon. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Wir gehen zum Einkaufen auf den Wochenmarkt. Auf den Wochenmarkt? Oh Mann, der geht eine Woche. Ich habe gar nicht so viele Sachen dabei. Das ist bestimmt langweilig. Hier wären wir, Emma. So schlimm ist es doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht, aber wenn wir jetzt hier eine Woche bleiben, Mama, das ist doch total öde. Ich will lieber nach Hause wieder, nicht auf dem Wochenmarkt. Emma, der Wochenmarkt heißt nicht Wochenmarkt, weil er die ganze Woche ist, sondern weil er nur einmal in der Woche stattfindet. Deshalb heißt der Wochenmarkt. Wir müssen hier jetzt nicht eine Woche bleiben. Schau dich um, was wollen wir denn kaufen? Hast du eine Idee? Cornflakes möchte ich, Mama. Cornflakes und Kakao. Emma, sowas gibt's hier nicht. Das gibt's nur im Supermarkt. Wir sind hier auf dem Wochenmarkt. Da gibt's vor allem Sachen, die Bauern anbieten. Ganz viel frisches Obst und Gemüse. Hier vorne sind auch noch Eier. Was darf's denn sein, gnädige Frau? Haben Sie schon einen Wunsch? Ich hätte gern Eier und auch Gurken. Mama, ich find's hier auf dem Wochenmarkt total langweilig. Kann ich nicht irgendwie was machen? Hier ein bisschen rumlaufen oder so? Klar, guck dir den Stand ruhig an, aber nicht zu weit weglaufen. Hast du gehört? Ja, Mama, ich werde schon hier bleiben, aber ich muss ein bisschen die Gegend erkunden. Oh, ich dachte, sie hätte vielleicht mehr Spaß daran, aber manchmal ist sie einfach nicht zu bremsen. Nanu, wo kommst du denn her? Ich bin Emma Vogel. Ich will mich hier nur ein bisschen umsehen. Keine Panik. Na gut, aber eigentlich haben Kunden hier nichts hinter der Kasse zu suchen. Aber ich denke, bei dir ist das schon in Ordnung. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Karotten, Gurken, Eier. Das macht dann 8,20 Euro. Oh, was ist das denn? Kann man das auch essen? Das ist ja riesig. Mama, können wir nicht sowas auch mitnehmen? Das da, dieses große Orange. Emma, ich wollte gerade bezahlen. Was möchtest du denn? Mama, können wir nicht hier sowas mitnehmen? Das hier, was so groß ist. Was macht man damit? Kann man das essen? Das ist ein Kürbis, meine Kleine. Die muss ich allerdings wiegen. So, bitteschön. Der kommt dann noch dazu. Ah, das ist ja ein Monster. Mama, ich möchte den doch nicht mehr. Ich möchte das nicht kaufen. Bitte nicht. Da haben Sie aber ein schönes Exemplar. Brauchen Sie da Hilfe beim Tragen? Der ist ziemlich schwer. Das Gesicht ist übrigens nur aufgemalt. Das können Sie ruhig noch rausschneiden mit dem Messer und dann einfach beleuchten mit einer Kerze. Oh, Mama, die sehen ja alle so aus. Das sind richtige Monster. Ich will hier nicht sein. Ich will weg. Emma, was machst du denn da? Was suchst du denn da zwischen den Einkäufen? Ich versteck mich. Wenn ich die nicht sehe, dann sehen die mich auch nicht. Emma, jetzt lass den Quatsch. Komm da raus. Wir haben alles zusammen. Und du hast auch deinen Kürbis bekommen. Ist doch toll. Julian, Hanna, Emma und ich sind wieder zurück vom Einkaufen und haben euch was mitgebracht. Ich gehe nach oben. Mama, ich gehe besser in mein Zimmer, okay? Hey Mama, was hast du mitgebracht? Was hast du mitgebracht? Schokolade? Süßigkeiten? Ist das ein Halloween-Kürbis? Ein Halloween-Kürbis. Genau. Das sieht ja gruselig aus. Der ist ja aus. Cool. Schön, dass ihr euch freut. Das Gesicht ist übrigens nur aufgemalt. Das kann man dann noch mit einem Messer rausschneiden. Und dann kann man eine Kerze reinstellen. So, ich habe mich jetzt verkleidet und jetzt mache ich dem Kürbis Angst, damit er mir nicht Angst macht.